Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 108 Kilo in Begleitung von Diamonds and Rust, der Bully aus Nauheim, Aaron Insane! Und damit rein in den zweiten Teil von Blast from the Past hier aus dem Bürgerhaus Vorfelden in Büttelborn. Und ja, wir sehen zum Ring kommen den Bully aus Nauheim, Aaron Insane, begleitet von Michael Noel und Blackwell von Diamonds and Rust. Ja, und ich glaube, man kann durchaus behaupten, dass Aaron Insane heute Abend eine sehr, sehr ambitionierte Aufgabe vor sich hat. Der bekommt es nämlich gegen keinen geringeren als Ulf Herrmann zu tun. Moin, Servus und Hallo auch von meiner Seite, liebe Fightback-Community. Und wir starten diesen zweiten Teil mit einem ordentlichen Kracher. Und hier ist sein Gegner. Saarstedt bei Hannover mit einem Gewicht von 120 Kilogramm. Herrmann, the German, Ulf Herrmann. Ja, hier kommt, ich glaube, das kann man sagen, die deutsche Wrestling-Legende, Herrmann, the German, Ulf Herrmann. Und ja, trotz seines, ich glaube, das darf man auch sagen, doch schon gesetzten Alters in absoluter Topform. Ja, und da bekommt ihr schon zu Beginn zum Einzug zum Ring stehende Ovationen. Und das ist auch kein Wunder, denn wie ich mir vorstellen kann, die meisten aus den Zuschauerrängen, auch von den Leuten Backstage und unseren Wrestlern und Wrestlerinnen, sind aufgewachsen mit Matches von Ulf Herrmann. Aaron Insane hat es im Vorfeld zum Match schon durchgehen lassen. Er hat Respekt vor der Erfahrung dieses Mannes, aber malt sich schon sehr, sehr große Chancen aus, dieses Match für sich zu gewinnen. Ja, und Aaron Insane, der hat anscheinend noch keine Lust, in den Ring zu steigen. Muss hier erstmal klarkommen mit der Atmosphäre hier im Bürgerhaus Vorfelden. Und das will auch schon was heißen, denn ja, Aaron Insane, auch er hat die Hallen in Wrestling Deutschland und auch darüber hinaus kennengelernt. Und ja, ja, jetzt, ja, okay, also er braucht wohl noch einen Moment. Ja, und es ist selten, dass Aaron Insane weniger Erfahrung mitbringt als sein Kontrahent im Ring. Das passiert nicht wirklich häufig in Wrestling Deutschland. Hier ist es definitiv der Fall. Ulf Herrmann, Herrmann the German, im Ring seit 1989, liebe Fightback Community. Und ich will dazu sagen, auch für dich, Joey, da war ich noch gar nicht geboren.
Ja, da waren wahrscheinlich einige noch nicht geboren, die wir hier bei Fightback Wrestling sehen. Also dem kannst du kein X für ein U vormachen. Ja, man bekommt ein wenig den Eindruck, als hätte Aaron vielleicht etwas mehr als nur Respekt vor Ulf Herrmann. Vielleicht ist da auch so ein bisschen, ich sag's mal direkt, Angst dabei. Ja, vielleicht merkt er jetzt auch in diesem Moment, wir haben, du hast es angesprochen, wir haben die Interviews, die Statements vom Bully im Vorfeld gesehen. Vielleicht merkt er jetzt, oh, habe ich hier den Mund etwas zu voll genommen. Wir werden es im Verlauf des Matches sicherlich sehen. Ringrichter in diesem Match, Christoph Strauß. Entschuldigung. Bist du fertig? Aber sowas von. Bist du bereit? Ring frei! Und los geht's. Mit einem fairen Angebot, einem Handshake. Ulf Herrmann wünscht sich hier ein faires Match. Ja, weiß natürlich, mit wem er es zu tun hat. Deswegen, der Versuch ist aller Ehren wert. Aber ich glaube, Aaron Insane lehnt dankend ab. Ja, er überlegt zumindest. Man sieht es, der Bully überlegt. Kann er hier dem Braten trauen? Er macht's nicht. Er macht es nicht. Ja, geduldig wie Ulf Herrmann nun mal ist, gibt er Aaron die Zeit, sich hier im Ring zurechtzufinden, zu realisieren, mit wem er es zu tun hat. Here we go. Da scheint er nun bereit zu sein. Ja, Ulf Herrmann, der ist mit allen Wassern gewaschen, hat die Großen der Großen im Ring gegenüberstehen gehabt. Jetzt geht's hier in den ersten Lock-up. Ulf Herrmann drückt Aaron Insane in die Ringecke. Muss natürlich lösen und es gibt ein Küsschen. Ein Küsschen für den Bully. Auch das gibt's nicht alle Tage. Ja, damit hat auch Aaron nicht gerechnet. Küssen ist nicht verboten, sagt Rev Strauß. Also, ja, der hat hier das Kommando. Der hat hier das Kommando. Das gibt's. Ja, allerdings auch keine Vorteile für Ulf Herrmann. Der schnappt sich jetzt hier Aaron Insane. Und der hat schon einen sehr, sehr roten Kopf. Ja, das ist normalerweise, du hast es eben auch schon angesprochen, in jedem Match so, dass Aaron Insane nicht nur der Erfahrenere ist, sondern auch derjenige ist, der letztlich den Takt angibt. Also der seine Kopfspielchen mit seinen Gegnern spielt, der das Match kontrolliert, dirigiert. Und das scheint heute zum ersten Mal nicht so zu sein. Der Shoulderblock, der gelingt zwar. Aaron Insane tankt eine gehörige Portion Selbstbewusstsein. Und erhöht jetzt hier auch Ulf. Ja, und der guckt sich das Ganze an und denkt sich, was will der eigentlich? Ja, also die nächste Aktion, es gibt den Hip-Toss gegen Ulf Herrmann. Und schon wird der Bully wieder übermütig, so wie man ihn kennt. Ja, natürlich ist ein Herrmann the German auch nicht mehr auf dem Stand von vor 20 Jahren. Natürlich spürt er auch die Jahre, die ins Land gegangen sind. Und wir reden hier von einer ganzen Menge Erfahrung. Über 800 Matches hat dieser Mann bereits absolviert, die meisten davon gewonnen. Kann er dieser Quote heute noch einen weiteren Sieg hinzusetzen? Das werden die nächsten, ich denke mir, 10 bis 15 Minuten beantworten. Schön aufpassen!
Das machen wir, lieber Ulf. Ja, das Match hat noch nicht unbedingt an Fahrt aufgenommen. Die beiden tasten sich hier vorsichtig ab. Der nächste Whip-In und der Shoulder-Block gegen Aaron Insane. Hip-Toss sofort hinterher. Gefolgt vom Body-Slam. Ja. Ulf so langsam on fire. Ja, es gibt genau die drei Aktionen, die der Bully ausgeteilt hat. Die gibt es jetzt am laufenden Band gegen ihn, Ulf Herrmann. Und ja, in diesen Anfangsminuten zeigt er schon, also der hat es immer noch voll drauf. Ja, und Diamonds and Rust, die verlangen nach einer Auszeit, die es natürlich hier nicht gibt. Wieso kann der das noch? Ja. Wieso kann der das noch? Der kann das doch mit einer ganzen Menge Power. Ja, der Mann ist auch riesig, bringt eine ungeheure Physis mit. Er bringt vor allem auch eine Aura mit. Also wenn du dem im Ring gegenüberstehst, da weißt du ganz genau, welche Stunde hier geschlagen hat. Ja, und auch Diamonds and Rust außerhalb des Ringes wirkt ein bisschen, ja, fast ratlos. Ja, die wirken ziemlich verunsichert. Sie können Aaron Insane keine passenden Ratschläge geben, will ich fast sagen. Ja, und der versucht sich immer wieder rückzuversichern. Jetzt gibt es hier das Angebot zur Kraftprobe. Und der Bully fragt nach draußen, soll ich darauf eingehen? Ist sich hier selber nicht sicher, wie er mit seinem Gegner, mit Herman the German, umgehen soll. Ja, und es gibt das Kräftemessen und... Und wir sehen, wer hier die Oberhand hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen einen leidenden Aaron Insane. Als Member von Diamonds and Rust. Das gefällt mir natürlich besonders gut, Joey. Ja, bei Blast from the Past werden an diesem Abend ordentlich Küsschen ausgeteilt. Wir haben jetzt gerade wieder gesehen, da gab es ein Heilküsschen auf die Finger von Aaron Insane von Black Will, der jetzt wieder die Kraft gefunden hat, in den Ring zu gehen. Und nun möchte er ein Kräftemessen anbieten. Ja, Ulf Herrmann geht darauf ein. Das Ergebnis sieht, ja, ich sag mal, artenverwandt aus wie beim ersten Mal. Ja, und also Ulf Herrmann, der macht sich hier einen Spaß mit seinem Gegner. Ja, da hat er sie mit gleicher Münze einzahlen wollen, Aaron Insane. Hat allerdings nicht mit der Gewieftheit von Ulf Herrmann gerechnet. So, und jetzt langsam wohl die Faxen dicker hat. Ja, jetzt wird es ihm zu bunt. Jetzt geht er hinterher. Also gibt jetzt Aaron Insane nicht mehr die Luft, hier durchzuatmen, in dieses Match reinzukommen, sondern zwingt ihn jetzt in dieses Match. Es gibt einige Schläge. Es gibt, ja, Bekanntschaft mit dem Mattenrand und auch mit dem Ringpfosten. Jawohl. Ja, und der Rest von Diamonds and Rust ist so klug, hier nicht einzugreifen. Das gleiche Schicksal könnte auch ihn blühen. Ulf Herrmann hier deutlich mit der Oberhand gegenüber Aaron Insane. Ein harter Schlag, der den Bully nach Luft ringen lässt. Ja, der Griff in die Augen. Nicht ganz fair, nicht ganz fein, aber wirksam. Ja. Das allemal. Ansatz zum Double Underhook Suplex und der geht durch. Schickt Aaron Insane auf die Matte, das Cover. Aber Aaron Insane, der kann sich befreien. Da verhöhnt er seinen Gegner, den hier gerade einen unangenehmen Aufgabegriff hat. Diamonds and Rust versucht ihm hier zu Hilfe zu eilen, bieten ihm das Seil an, der allerdings zu kraftlos, um danach zu greifen. Und der Arm ist schon zweimal gefallen. Mau, wird es das hier sein? Ja, okay.
Der Bulli kriegt den Fuß auf das unterste Seil. Damit muss der Griff natürlich gelöst werden. Ja, und Michael Noel natürlich ein Verfechter der Regeln, wie wir ihn so kennen. Ironiemodus aus. So, da gibt's heiße Ohren für Aaron Insane. Und Ulf Herrmann setzt hier an zum Boston Crab. Wieder versucht Aaron Insane in die Seile zu kommen. Ja, Michael Noel schiebt ihm das Seil ein bisschen entgegen und das sind die entscheidenden Zentimeter, um eben diesen Griff auch wieder zu lösen. Ja, diesmal gelingt es ihm auch mit der Hand ans Seil zu kommen. Ulf Herrmann bleibt allerdings dran und ich glaube, wenn du schon Namen wie den Ultimate Warrior als Gegner gehabt hast, weißt du auch, wie du mit einem Aaron Insane umgehst, der hier sich aber nun zur Wehr setzen kann. Ja, packt den Backbody-Drop aus, bringt Ulf Herrmann jetzt erstmal runter und will sofort das Match beenden. Das ist meine Chance. Ja, das ist seine Chance. Das ist vielleicht die einzige Chance, die er hat in diesem Match. Vielleicht sollte er ein bisschen aufs Gas gehen, aber da ist der, ja, der Offensivmoment auch schon wieder gestoppt. Ansatz zum Superplex und der klappt. Ja, das könnte vielleicht sogar schon das Ende sein. Ulf Herrmann spart sich hier aber noch das Cover auf. Holt Aaron wieder auf die Beine. Ja, und da sehen wir Blackwell. Und jetzt, das gibt's ja nicht. Michael Noel mit dem Tiefschlag gegen Ulf Herrmann, während Blackwell den Ringrichter ablenkt. Jetzt der Einroller. Und das ist der Sieg. Das ist der Sieg für Aaron Insane. So, du siehst mich hier die Hände vors Gesicht schlagen. Also, das sind die Tricks, die wir kennen von Diamonds and Rust. Und ja, bei einer Überzahl von 3 gegen 1 kannst du auch als Ulf Herrmann nicht wieder ausrichten. Wenn der Low Blow kommt, bist du erstmal außer Gefecht gesetzt. Sieger des Matches: Aaron Insane! Ja, wieder ein sehr hässlicher Sieg auf Seiten von Diamonds and Rust und in der Vita von Aaron Insane. Natürlich ein großer Name, der da auf seiner Gegnerliste aufgetaucht ist. Und dieses Match kann er tatsächlich als Sieg verbuchen. Ja, Ulf Herrmann schnappt sich hier das Mikrofon. Hat wohl noch was zu sagen. Und das werden sicherlich keine Nettigkeiten sein. Yo, Viertelborn, was geht? Wenn das die einzige Sache ist, wie du gewinnen kannst, du Vogel, dann machen wir beide das nochmal. Dann komme ich nämlich wieder her und dann bleiben die woanders. Die kommen in den Käfig oder sonst irgendwo, dann regeln wir beide das nämlich. So. Kommen wir mal zu den erfreulichen Sachen, aber das ist nicht erfreulich. Ich möchte mal eins sagen, Leute, ich mache das seit über 30 Jahren und es macht mir immer wieder Spaß, vor euch Leuten, vor dem Publikum, was uns finanziert, zu performen und euch zu unterhalten. Und deswegen danke ich euch allen, dass ihr heute Abend hier seid und uns unterstützt in dem, was wir machen. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann möchte ich noch was loswerden. Erzählt jedem, wenn ihr hier wart, das ist echt, was wir hier oben machen. Das tut weh. Wir machen das für euch und ohne euch wäre das gar nicht möglich. Deswegen von mir einen warmen Applaus für euch, Leute. Danke sehr, Middleborn. Und genau deshalb ist dieser Mann eine Legende. Eine lebende Legende, hat sich hier hervorragend gegen Aaron Insane behauptet, hat dieses Match dominiert. Ein unfaires Eingreifen hat zur Niederlage geführt, aber
Nichtsdestotrotz hat er hier noch ein paar warme Worte für Wrestling Deutschland übrig. Ulf Herrmann! Es freut mich, dass ihr wieder alle so gut beisammen seid und so viel Energie habt. Also lasst mich was hören, denn wir kommen jetzt zum nächsten Match des heutigen Abends. Yay! Auf dem Weg zum Ring aus Frankfurt am Main. Mit einem Gewicht von 115 Kilogramm in Begleitung von Blackwell. Hier ist der Blutdiamant Michael Noel. Ihr seht Michael Noel von Diamonds and Rust zum Ring kommen. Joey, euch verbindet eine kleine Geschichte zusammen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du ihn hier zum Ring kommen siehst? Naja, wir haben es ja gerade gesehen, also Diamonds and Rust ist sich nicht zu schade, jeden und wirklich jeden schmutzigen Trick einzusetzen, wenn es den Erfolg dient. Wie schon gesagt, die ganze Sache persönlich gemacht hat eigentlich Michael Noel. Von daher bin ich da relativ neutral dem Ganzen eigentlich eingestellt. Was mich viel mehr stört, ist Büttelborn, der Blutdiamant, Michael Noel! Ist halt Überheblichkeit, würdest du das sagen? Ja, nee, was mich wirklich jetzt schon wieder stört, ist die Tatsache, dass auch zu diesem Match Michael Noel nicht alleine in der Halle erscheint, denn die Begegnung heißt eigentlich Michael Noel gegen George Lucas. Und wieder ist Blackwell mit von der Partie und ja, ich habe schon wieder so ein böses und hier Gefühl, ist sein Gegner, wo das Ganze hinführen könnte. Aber lassen wir George erstmal zum Ring kommen. Ladies and Gentlemen, the star of the movie Gunpowder Milkshake on Cinema. He is the star of four blocks. He comes from the most dangerous city in the world, Aleppo, Syria. He's 2 meters, weight 115. Ladies and gentlemen, George Lucas! George geht noch nicht zu bringen, lässt sich hier das Mikrofon geben, hat anscheinend vor seinem Match gegen Michael Noel noch etwas zu verkünden. Ich bin mal gespannt, was es sein wird. Noel, I know you're not gonna show up here by yourself. And he's gonna be on your side. For this reason, today I was spoken to the office and they tell me if he show up with you officially it's gonna be tag team match. Let me introduce to you my tag team partner for tonight. Ladies and gentlemen, my tag team for tonight, my mentor, my trainer, my brother, the one and the only, the Overmacher, Michael Kovac! Oh, Joey! Michael Kovac, der ist wirklich hier? Der ist hier.
Ja, du siehst, riesig überrascht bin ich nicht, denn ich habe mit George eben am heutigen Nachmittag ein Gespräch geführt. Oh. Ja, Noel. Jawohl, Noel. Das habe ich entschieden und mir war es klar, dass Noel niemals alleine zu diesem Match eben auftauchen würde. Und ich glaube, diese Lösung, dass wir hier 2 gegen 2 haben, das ja, stellt doch mal Chancengleichheit her. Also Joey, wieder einmal ziemlich meinen Hut vor dir. Hier Michael Kovac einfach so aus dem Hut zu zaubern. Der Obermacker. Wahnsinnsmove. Wahnsinnsmove. Ja, und den haben wir schon ein ganzes Weilchen nicht mehr gesehen. Und auch er präsentiert sich wirklich in einer Topform. Und was ist das für ein Tag-Team? George Hookers und Michael Kovac. So, Diamonds and Rust, jetzt könnt ihr mal beweisen, wie gut ihr wirklich zusammenarbeitet. Das ist Wahnsinn, wirklich ein unglaubliches Bild. Michael Kovac und George Hookers fordern hier Diamonds and Rust. Mann! Das ist Blast from the Past. Das ist Fightback Wrestling. Ja, die beiden sehen sogar optisch jetzt von ihrer Gier aus wie ein Tag-Team, muss man sagen. Dass mal keine Arschtritte hagelt für diese beiden hier. Dann will ich verdammt sein. Kovac, du hast es schon gesagt, unheimlich fit. Hat ein paar Jahre später, ein paar Jahre nach Ulf Herrmann angefangen, 1996, soweit ich mich erinnern kann. Also da warst du dann schon auf der Welt? Da war ich dann schon auf der Welt, da muss ich 6 Jahre alt gewesen sein zu der Zeit. Wurde ich gerade eingeschult. Und soweit ich weiß, war er in seinem ersten Match im Tag Team mit Ulf Herrmann. Also hier treffen sich auch alte Bekannte wieder. Ja, der Event heißt nicht umsonst Blast from the Past. Wir mischen die heutige Generation mit den Legenden, die eben das Wrestling hier in Deutschland und darüber hinaus bekannt und groß und berühmt gemacht haben. Und genau das macht eben den Reiz dieser Veranstaltung aus. Ja, und Michael Noel, der sagt sich, nö, habe ich keinen Bock drauf. Schicke ich mal Blackwell in den Ring und der ja, scheint sich zu sagen, ist in Ordnung. Dann kassiere ich eben die Dresche von George Hookers. Ja, und ebenso wie Michael Noel wahrscheinlich diese Halle in guter Erinnerung behalten hat, habe ich diese Halle in nicht ganz so guter Erinnerung behalten, denn im Februar bei Countdown to Glory gab es die Ansetzung Noel gegen Mau Fernando, wie die ausgegangen ist. Darüber sprechen wir jetzt auf gar keinen Fall. Wir sehen hier einen fliegenden George Hookers, der Blackwell erstmal dazu bringt, außerhalb des Rings zu rollen. Ja, aber der gibt ihm gar keine Luft zum Atmen. Der geht direkt hinterher, schickt Blackwell zurück in den Ring. Ja, und jetzt muss Noel und jetzt will Kovac. Wir sehen Michael Kovac im Ring gegen Michael Noel. Der Obermacker gegen den Blutdiamanten. Diamanten entstehen durch Druck. Mal sehen, wie groß der Druck für diesen Blutdiamanten gleich werden wird, wenn Kovac hier mit seiner Agilität und vor allen Dingen seiner Erfahrung einen Michael Noel sicherlich in die Knie zwingen wird. Ja, posen kann er noch immer, Michael Kovac. Aber ich bin mir sicher, dass es hier nicht beim Posen bleiben wird, sondern dass der auch wrestlingtechnisch noch einiges auf der Pfanne hat.
Ja, ich bin mir sicher, der Mann aus Österreich weiß, wie er seinen Gegner hier zu nehmen hat. Er wird von George Fukas ordentlich gebrieft worden sein und der wird sicherlich auch das Geschehen bei Frank McGrath. Ein Dropkick von Michael Kovac und jetzt wechselt sich George Fukas ein. Also als würden diese beiden hier schon ewig ein Tag-Team bilden. Unfassbar, diese Chemie, wie die beiden aufeinander abgestimmt sind. Hier der Knee-Drop von George Fukas, das Cover. Michael Noel, der kann sich aber befreien. Ja, aber ist schon ganz schön am Durchschnaufen. So, der Wechsel mit Blackwell gelingt, aber kein Problem für Kovac. Der bringt Blackwell auf die Matte. So, was gibt's jetzt für einen Griff? Fight Back Wrestling! Orli Borli! Orli Borli? Okay. Und da gibt's den falschen Fuzzi ins Ohr von Blackwell. Und anscheinend den zweiten gleich hinterher. Das sind Bilder, wie ich sie nur abfeiern kann. Nämlich ja, Diamonds and Rust-Mitglieder, die hier regelrecht vorgeführt werden von ihren Gegnern. So, jetzt wird die Gangart hier auch ein bisschen rauer. Kovac schiebt hier Noel vom Mattenrand und jetzt gibt es die Schlagserie gegen Blackwell. Michael Noel versucht hier in den Ring zu kommen. Das nutzt Blackwell aus und kann Michael Kovac tatsächlich auf die Matte ziehen und jetzt seinerseits Schläge ansetzen. Ja, Kovac hat sich auch die Ecke von Diamonds and Rust ausgesucht, um Blackwell zu bearbeiten. Dazu gehört auch einiges an Cojones. Aber natürlich weiß Diamonds and Rust, wie sie hier die Oberhand zurückgewinnen können. Anders sind wir es nicht gewohnt. Natürlich nur unter Mithilfe, in fetten Anführungszeichen, des Referees. Der erste Cover an Kovac wird allerdings unterbrochen durch einen Kickout. Das reicht natürlich noch nicht. So, und jetzt versuchen sie, Michael Kovac in der eigenen Ecke zu halten und ihn hier zu bearbeiten, ihm hier die Luft zu rauben. Gezielte Schläge, Blackwell richtet Kovac wieder auf. Ansatz zum Back Suplex, aber einen Kovac, den musst du natürlich auch erstmal ausheben können. Der macht sich schwer, verlagert sein Gewicht. Aber Blackwell bleibt hier am Drücker. Da wieder der Griff in die Trickkiste. Cover gegen Michael Kovac. Aber der kann sich befreien. Der sollte jetzt mal zusehen, dass er vielleicht zum Wechsel kommt mit George Fukas. Diamonds and Rust hier die Oberhand behält. Ja, stattdessen findet der Wechsel hier auf der anderen Seite statt. Aber Michael Kovac, der setzt sich auch gegen beide hier zur Wehr. Ja, mit ordentlichen Chops und Schlägen. Wird allerdings von Michael Noel wieder je unterbrochen. Der nächste Cover, Kickout bei 2. Aber wie du schon gesagt hast, er täte gut daran, George Fukas so schnell wie möglich in das Geschehen mit einzubeziehen. Ansatz zum Bodyslam, der geht auch durch. Blackwell schlängelt sich hier in den Ring und kommt angeflogen mit dem Knee Drop, der sein Ziel nicht verfehlt. Das nächste Cover. Ja, das ging schon bis deutlich über 2. Also die Aktionen von Diamonds and Rust, die verfehlen ihre Wirkung nicht. Kovac bekommt hier die Anfeuerungsrufe von den Zuschauern. Aber noch kann er sich nicht befreien. Das nächste Cover, auch hier befreit sich Michael Kovac wieder. Und ja, erneuter Wechsel mit Michael Noel. Also sie machen es geschickt. Das muss man ihnen lassen. Und weitestgehend halten sie sich auch an die Regeln.
Die sind natürlich perfekt aufeinander abgestimmt. Ganz klar, Diamonds and Rust. Ja, während Kovac und George Lucas noch eher unerfahren sind im gemeinsamen Arbeiten. Ja, und da sehen wir, da fehlt das Polster in der Ringecke und Michael Noel hat versucht, Michael Kovac in diese Ecke zu befördern. Es gab den Reversal und stattdessen landet Noel sehr, sehr unsanft in dieser Ecke. Und das ist jetzt der Moment, das muss der Moment sein, in dem Kovac vielleicht George Lucas ins Rennen schickt. Und dann ist hier Casala, das sage ich dir. Ja, die Luft reicht, so wie es aussieht, aus, um seinen Partner einzutacken. Und ja, da haben wir den Wechsel. Wechsel auf beiden Seiten. George Lucas jetzt im Ring. Nimmt es mit Blackwell und mit Michael Noel auf. Spinebuster sogar gegen Michael Noel. Und da kann eine gemeinsame Aktion auch mal anders aussehen. Nämlich, wenn mein Tag-Team-Partner einfach auf mich fliegt. George Lucas räumt hier auf, und zwar ordentlich. Ja, holt jetzt wieder Michael Kovac rein, eventuell ein wenig zu früh. Ja, aber jetzt gibt es wohl die doppelte Schlagserie. Ja, Pascal Eisenbach ermahnt die beiden, lässt sie dann aber gewähren. So, und wird jetzt wahrscheinlich einen von den beiden rausschicken. Ja, und wieder werden Diamonds and Rust ineinander geschickt und ja. Ein paar zweideutige Posen hier im Ring, aber Kovac und Lucas deuten es hier an. Sie wollen dem Ganzen nun ein Ende setzen, allmählich zum Ende kommen. Ja, und wenn ich mir diese Uppercuts und diese Schläge von Michael Kovac hier ansehe, dann wird das auch passieren. Aber Michael Noel bringt das Bein nach oben, Clothesline ins Leere und der Spear. Der Spear gegen Michael Noel, das Cover von Kovac, der der legale Mann im Ring war. Und es ist tatsächlich der Sieg für Michael Kovac und George Lucas. Natürlich hochverdient. Sieger des Matches. Michael Kovac und George Lucas. Über 850 Matches hat dieser Mann in seiner Vita stehen, die meisten davon gewonnen. Und heute Abend kann er sich mit einem weiteren Sieg krönen. Und zwar ein Sieg, der ihm besonders gut schmecken dürfte, denn es ist ein Sieg gegen Diamonds and Rust.
aus Zürich in der Schweiz, Money Making Machine, Michelle Green. So, und wir machen weiter im Programm mit Ladies Action und wir sehen hier schon Michelle Green zum Ring kommen. Ja, selbstbewusst und arrogant wie eh und je. Ja, legt sich ja auch direkt mit den ZuschauerInnen an. Also sie weiß sich hier in eine Szene zu setzen. Sympathien hat sie nicht auf ihrer Seite. Auch bei Fightback Wrestling kein unbeschriebenes Blatt. Wir denken zurück an Crossroad 10 United. Sie hatte ein Match gegen Kara. Dieses Match hat sie verloren und möchte es heute gerne besser machen. Und hier ist Ihre Gegnerin. Aus Sarstedt bei Hannover. Hier ist Bozilla. Ja, und das ist Ihre heutige Gegnerin. Du hast gerade Kara angesprochen, wie eine Kriegerin sieht diese Dame durchaus auch aus. Bozilla. Und ja, ich glaube, eine viel schwerere Aufgabe hätte sich Michelle Green nicht raussuchen können. Ja, schau dir die Physis an, die Bozilla hier mitbringt in ihrer bislang noch Jugendkarriere, einiges an Siege eingefahren. Nicht zuletzt dank ihrer Präsenz. Ja, da hat sich eine große Aufgabe für Michelle Green offenbart. Mal schauen, wie sie sich heute schlagen kann. So, ringfrei für die Ladies. Ja, versucht hier zunächst ihre Gegnerin verbal einzuschüchtern. Tja, und ob das so eine gute Idee ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Ah, es scheint zumindest an Bozilla ergebnislos abzuprallen. Ja, es wird sehr viel gesprochen und sehr wenig gecatcht, Joey. Also mal gespannt, wie lange Bozilla das mitmacht, wie lang der Geduldsfaden auf ihrer Seite ist. Michelle Green flüchtet in die Seile, sobald Bozilla auch nur einen Schritt auf sie zumacht. Also, es ist zunächst mal zäh. Ja, und ich glaube, ob sie sich auf den Vergleich hier einlassen sollte, wer hier die größeren Oberarme hat, vielleicht keine gute Idee. Ja, wir werden sehen, ob
The Money Making Machine sich am Ende auch nur als Falschgeld herausstellt. Ja, sie versucht sich hier fast ein bisschen Mut anzuschreien, habe ich so das Gefühl, weil sie noch nicht so richtig weiß, wie sie ihrer Kontrahentin hier entgegentreten soll. So, Bozilla schnappt sie sich, schickt sie in die Ecke, der Hypnos hinterher. Also, die will hier aufräumen und das gelingt ihr in diesen Anfangsmomenten. Ja, sehr, sehr gut. Shoulderblock und sie gibt sogar Michelle Green die Zeit, wieder aufzustehen, um sie erneut umzusäbeln. Ja, und du siehst, welche Wucht hinter diesem Shoulderblock gesteckt hat. Also, dass Michelle Green da durch den halben Ring fliegt, ist kein Wunder. Und sie scheint sich selbst schon aufgegeben zu haben. Whip-in jetzt und wieder mäht sie sie mit dem Shoulderblock. Ja, diesmal sogar aus dem Ring. Ja, Michelle Green, ich glaube, die weiß gar nicht, wie ihr hier geschieht. Ja, natürlich bleibt dem Ref hier nichts anderes übrig, als Michelle Green langsam aber sicher auszuzählen. Ist nun hinter den Zuschauerrängen. Ja, und legt sich hier auch wirklich mit jedem an, der ihr ins Blickfeld gerät. Ich wage fast zu bezweifeln, dass es ihr gelingt. Ja, doch, jetzt gibt sie allerdings etwas Gas, schafft es vorziehen, wieder im Ring zu sein. Ja. Und rollt sich aber in derselben Geschwindigkeit wieder raus. Ja, und jetzt wird Bozilla zu blöd. Jetzt geht sie hinterher und ja, jagt Michelle Green um den Ring herum. Ja, und das hat sie wahrscheinlich provozieren wollen, denn in dem Moment, als Bozilla wieder in den Ring zurückkehren will, da startet Michelle Green den Angriff und jetzt schickt sie sie unsanft auf den Mattenrand, schickt jetzt hier sogar die Zuschauer weg. Was hat sie denn jetzt vor? Ja, oh, es geht aber sehr, sehr unsanft mit dem Kopf hier auf die Holzstühle. Ja, das geht auch an einer Bozilla nicht spurlos vorüber. Und Michelle Green fängt jetzt hier an, ihre Gegnerin zu verhöhnen und will sich wohl darauf verlassen, dass Bozilla bis zur 10 nicht wieder im Ring ist, was allerdings nicht der Fall zu sein scheint. Aber sie nutzt es sofort, um weiter auf ihre Gegnerin einzuhämmern. Und der erste Cover, der ins Leere geht. Ja gut, der Plan von Michelle Green wird jetzt natürlich sehr, sehr offensichtlich. Sie wollte oder will ihre Gegnerin aus der Reserve locken, will sie zu Fehlern zwingen, damit sie eben selbst ihre Angriffe starten kann. Das ist bis zu diesem Moment ein Stück weit sogar gelungen. Bozilla wehrt sich allerdings jetzt, aber fängt sich erneut einen Dropkick gegen das Knie ein. Und ich glaube, wenn es Michelle Green gelingt, ihre Kontrahentin auf der Matte zu halten, dann hat sie vielleicht sogar eine echte Chance, hier auch zu bestehen. Das Cover, aber das geht gerade bis 1. Also sie wird noch einiges an Kraft, an Aktionen aufwenden müssen, um hier bestehen zu können. Bozilla, ja, schiebt sie fast weg. Verdammt leise. Wie eine lästige Fliege, aber Zeit, um mit dem Publikum zu interagieren. Die nimmt sich Michelle Green einfach noch. Ja, gibt dann damit natürlich Bozilla die Möglichkeit, schneller wieder zur Luft zu kommen. Also sie scheint hier siegessicher zu sein. Die Arroganz steht ihr ins Gesicht geschrieben.
Aber ich wage fast zu behaupten, dass ihr das noch zum Verhängnis werden kann. Sie braucht nur in einer unachtsamen Sekunde oder vielleicht auch mehreren Sekunden Bauzilla zu viel Zeit zu lassen, um hier wieder zurückzuschlagen. Aber diese Sekunden benötigt sie gar nicht. Nee, es reicht auch einfach, Bauzilla so richtig zu provozieren, so richtig die Wut hier anzustacheln. Ja, und dann passiert genau das, was wir jetzt gerade sehen. Dann gibt's Backenfutter für Michelle Green und wir sehen den Avalanche gegen Michelle Green und sie hebt ihre Gegnerin aus, der Body Slam. Plötzlich wird es sehr ruhig im Ring, wenn Michelle Green damit beschäftigt ist, sich hier irgendwie im Match zu halten. Wir sehen den Back Suplex. Wir sehen das Cover, aber wir sehen, dass sich Bauzilla wieder aufrappelt. Es gibt die Tres Amigos. Noch einmal hier oder was? Mit den Stimmen! Und jetzt gibt's ja Trash Talk von Bauzilla. Ja, ich glaube, die hat die Schnauze voll. Ah, der hat jetzt hier ordentlich Blut geleckt, hat natürlich mitbekommen, was Michelle Green alles von sich gegeben hat. Ja, hebt sie jetzt aus und das ist der Ansatz zum Running Power Slam und der geht auch durch. Ist es das vielleicht schon? Das und ist es. Das bringt die Entscheidung. Michelle Green am Boden, Bauzilla aufrecht. Ja, da siehst du natürlich die Power, die sie hier mitbringt, beschert ihr einen Sieg. Siegerin des Matches. Bauzilla gegen The Moneymaking Machine. Ja, die Kriegerin hat hier eindeutig unter Beweis gestellt, dass man es ja, mit ihr wahrlich nicht leicht hat. Die provokanten Sprüche haben sicherlich noch dazu beigetragen, dass sie ihre ganze Power entfalten kann. Bauzilla bei Fightback Wrestling. Ja, liebe Fans, und wir sind damit am Ende des zweiten Teils von Blast from the Past. Einen haben wir noch. Es geht noch um die Collectors-Medaillen und um den Fightback Wrestling Champion-Titel. Für den Moment sagen wir vielen Dank fürs Reinschauen. Supportet uns, bleibt gesund, tschüss und bis zum nächsten Mal.